So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem ChatForce Videotagebuch. Und zwar wird sich mit uns wieder mal in der Garage. Ich suche gerade ein Feuerzeug, ich habe leider keins zur Hand. Ja, als allererstes wollte ich mich bei euch bedanken, bei jetzt 34 Abonnenten. Es gibt auf jeden Fall 34 Leute, die definitiv weiter meine Videos sehen wollen, das finde ich super. Und ermutigt mich natürlich mit meinem kleinen Videotagebuch weiterzumachen. Und ich bedanke mich auch herzlich bei euch für euer Feedback, eure Fragen, eure Tipps, eure Antworten. Macht mir immer wieder Spaß, Kommentare zu lesen, vor allem wenn es mal einen Kommentar gibt. Gefällt mir sehr gut. Ja, heute ein kleines, ja, wie ihr sehen könnt, ist der Variomatic-Deckel unten. Ja, das hat folgenden Grund. Ich habe ihn jetzt lackiert. Der befindet sich hier. Habe jetzt vor 2 Stunden die letzte Schicht Klarlack aufgetragen. Legt jetzt hier. Mal so ein bisschen den ich traue mich nicht, den anzufassen jetzt. Ich bezweifle auch, dass das wirklich gut geworden ist, weil mit der Spähdose, man hätte es halt schon besser Pulver beschichten sollen oder verchromen sollen oder irgendwas. Mit der Spraydose aus dem Baumarkt glaube ich nicht, dass das vernünftig wird. Wollte es jetzt aber trotzdem mal probieren und die eine Stelle, da wo eben der Lack abgeplatzt ist, da habe ich fleißig geschliffen und gemacht und getan. Die war hier zwischendrin, ich hoffe das Licht blendet jetzt nicht zu sehr. Die war hier, ne? Und das ist auf jeden Fall gut gelungen, man sieht diese Stelle nicht mehr. Ich habe es wohl ganz gut abgeschliffen, allerdings, also der Lack ist inzwischen, eigentlich müsste schon trocken sein. Und ihr seht schon, der glänzt recht gut, der Deckel. Der wird natürlich noch ein bisschen durchziehen über Nacht und wird dann wohl nicht mehr ganz so glänzen. Was mir persönlich viel wichtiger ist, ist, dass er einigermaßen gut lackiert ist. Ich habe jetzt hier oben doppelseitiges Klebeband und aller möglicher Scheißdreck oben reingestopft, damit das Lager nicht zu lackiert, weil ich wollte dieses Bolter nicht ausbauen. Das obere Stückchen, ja, da werde ich einfach die Verzahnung mit der Drahtbürste ein bisschen sauber machen. Und dann sollte der Kickstart auch wieder drauf kommen. Vorübergehend, weil, ne. Aber wenn man sich mal die Oberfläche anguckt, Leute, es ist nicht sonderlich gut geworden. Aber ich dachte, bevor ich es jetzt zum Lackierer bringe, versuche ich es mal. Besonders gut sieht es jetzt aber nicht aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit dem Baustoller sehen kann. Ist halt hier nicht die optimale Location. Aber, also, ich weiß nicht. Diese Stelle hier zum Beispiel scheint noch ziemlich feucht zu sein und so. Ich weiß nicht, auf den ersten Blick schaut es gut aus. Aber man sieht, er ist noch nicht stellenweise komplett getrocknet. Der Lack sieht noch unregelmäßig aus. Ein paar Nasennäschen hat er gebildet, aber ich sag mal so, wenn er jetzt so wie er ist, stabil lackiert ist. Also so, dass der Lack nicht irgendwie großartig abplatzt oder dass er vernünftig hebt und es nicht ganz so scheiße aussieht, werde ich es wahrscheinlich auch so lassen. Weil so ein Variodeckel umzulackieren lassen, kostet einen Haufen Kohle und ich werde jetzt mir das Ergebnis einfach mal anschauen. Ich lasse ihn jetzt noch über Nacht trocknen und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dann. So Leute, jetzt bin ich fertig mit dem Lackieren. Also hier oben, naja, ist auf jeden Fall besser als vorher. Dieses Mal geht's. So, geht. Diese Aufkleber hier sind neu. Die habe ich jetzt auch mal hierhin gepappt. Und hierhin gepappt. Ja. Der Variodeckel, wie man sehen kann, ist schlecht geworden.
werde ich es erst einmal so lassen, was ich mit dem Kickstarter jetzt noch mache. Ja, mal schauen. Bei Gelegenheit werde ich mir dann einen anderen hinmachen. Naja. Gut, bin eigentlich zufrieden. Ich weiß ja nicht, fällt euch vielleicht etwas auf? Ja, zum einen, sie steht schiefer jetzt. Ein bisschen. Oder? Ist doch nicht viel. Und, naja. Falls. Mal hier schauen, ich weiß nicht, fällt euch da irgendwas auf? Oder, wenn ich ihn jetzt mal auf den Mautständer mache. Tja. Wisst ihr, ich habe das jetzt so schön, auf einmal kann ich den Roller auf den Hauptständer machen, mit einer Hand. Ja? Weiß nicht, vielleicht fällt euch ja jetzt etwas auf. Immer noch nicht? Ups. Tja, und wie das passiert ist? Oder woher das kommt auf einmal, das zeige ich euch jetzt. So, hallo meine Freunde. Heute auf dem Programm, ja, ihr seht schon, ich habe einiges abmontiert. Oh, da zoome ich gerade ran. Ich habe einiges abmontiert. Und zwar wird heute die Chatforce höher gelegt. Allerdings nicht ganz so extrem. Ich werde sie 4 cm höher legen und ich werde euch jetzt zeigen, genau wie das funktioniert. Als erstes braucht ihr am besten noch einen Kollegen oder zwei. Oder ihr macht so wie ich. Weil ihr müsst hinten dann hochhalten. Und ich werde das jetzt... Hauptstrang kommt eigentlich anklappen. So. So funktioniert es ganz gut, wenn ihr irgendwie einen Balken habt. Dann habt ihr so einen hin. Und dann könnt ihr hier mit der Rätsche hier nach oben ziehen. So habe ich das jetzt gemacht. Ich habe das jetzt hinten am Spoiler befestigt. Oben. Der hebt das auf jeden Fall. Und ja, wie funktioniert das bei der Chatforce? Ganz einfach. Ihr habt, wenn ihr hier alles schön frei habt, seht ihr hier euer Zentralfederbein. So. Das Zentralfederbein hängt an einer Schwinge. Hier, wenn ich hier mal reinfilme, glaube ich, seht ihr es. So, die hat hier so ein Gelenk, da wo die Feder dran hängt, die hat so ein Gelenk und das Gelenk geht dann so nach unten. Ja? So sieht man das. Das heißt, wenn er jetzt hier weiter nach vorne geht, dann geht ihr hier nach oben. Ihr müsst natürlich neu bohren, aber ganz wichtig, ihr müsst auf jeden Fall die Löcher exakt parallel bohren. Das heißt, die muss sich hier genau da befinden, wo auch das andere ist, dass nachher die Schraube und alles wieder gut reingeht. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Ihr bohrt mit einem 10er Loch. Ne? 10er. Und ja, ihr müsst auf jeden Fall damit rechnen, dass ihr den Hauptständer höchstwahrscheinlich nicht mehr verwenden könnt. Bei mir weiß ich nicht. Ich habe jetzt das so gemacht. 4 cm lege ich ihn höher, das heißt, also ich mache 4 cm, er wird aber nicht 4 cm, er wird dann nur ungefähr so 3 oder so, wird er dann höher. Also ich habe von hier, dieser Kante, gemessen, 4 cm und von oben 1,5, dass wir hier einigermaßen schön mittig sind, ne? Und ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Methode, die Chatforce höher zu legen. Ich hoffe, dass ich den Öltank nicht umsetzen muss, sondern dass das so funktioniert. Hoffe ich mal wenigstens, weil es wäre schade und scheiße. Übrigens, wie ihr sehen könnt, ich habe den Vario-Deckel lackiert. Geht auch hier. Alles schön. Das ist jetzt ein bisschen dreckig, weil ich hier an den Balken oben Späne abgehobelt habe von sein. Aber der wahre Deckel ist schön jetzt. Schön. Passt. Und das hintere Stückchen hier habe ich auch lackiert. Das passt auch.
So, also, wenn ihr den höher legt, dann auf jeden Fall gucken, dass ihr ganz genau parallel bohrt. Und ich werde jetzt erst einmal hier bohren. Ich bohre jetzt erst einmal mit einem 5er Bohrer und dann mit einem 10er Bohrer. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Freunde, jetzt sind wir mal so weit. Ich werde jetzt gerade mal auf dieser Seite zeigen. Hier ist mehr Licht. Also, ich habe jetzt hier noch Kanister drunter gelegt. Gerade habe ich diese Schraube eben gelöst. Und der Schwinger ist jetzt frei. Und mein Loch scheint ganz gut parallel zu sein. Jetzt werde ich das Ganze einhängen. Okay, man kann das so sehen. Oh Gott, ist der Reifen schwer. Drückt ein bisschen gegen das Plastik. Plastik hier, da drückt er dagegen ein bisschen. Gucken, dass wir das dann wieder locker machen. Da könnte man rein theoretisch ein Stückchen wegsägen hier von dem blöden Plastik. Das wäre natürlich auch eine gute Idee. So, Freunde, da sind wir wieder. Also dieses Kunststoffstückchen, das ist hier dieses Kunststoffblech, das ist sozusagen ein Schutzblech für oder so ein Luftumlenk, was weiß ich was. Es ist auf jeden Fall nicht festgeschraubt, ihr könnt es gerade so nach unten rausziehen und dann hier eben so ein Stückchen rausschneiden. So, das müssen wir jetzt gerade noch einstopfen. Leute, gibt's doch gar nicht. Ich sag bloß, ich habe das Ding getroffen. Ach, ich mach das verliert. Nein, ich hab sie. Okay. Hier geht's von der anderen Seite, auf die andere Seite. Weil hier ging es vorhin besser. Weil die Schraube ja auch von dieser Seite rein muss. So. Jetzt. Ja, der kommt hier durch. Exakt. Jetzt mache ich den Fuß drunter. Lass den schon langsam zurück. Jetzt spielen. Und hoffentlich auf der anderen Seite auch wieder rauskommt. Nicht ganz. Aber es ist schon so gut wie durch. Also ihr müsst hier wirklich sehr genau anzeichnen, sonst hier. Jetzt bräuchte ich einen Hammer. Na. Jetzt sind wir durch. Das heißt, ihr habt es richtig gemacht.
und habe schon wieder den Motor verloren und schon wieder gefunden. Gut. Es empfiehlt sich halt, wenn ihr sehen kann, das ist eine selbstsichernde Schraube, dass ihr eventuell eine neue nehmt. Eine neue. Mache ich jetzt nicht, aber ich rate es euch, weil ich habe jetzt keine da und ich habe jetzt keinen Bock. So. Ab hier geht es wieder schwieriger. Anderen Gabelschlüssel brauche ich. Aber ihr seht schon, was ich gemeint habe, wie und was und wo, das, wie und warum das funktioniert. Jetzt kommt wieder der nächste Teil. Ich schalte wieder an, weil ich habe keine 16er Nuss. Muss ich das mit zwei Gabelschlüsselchen machen. Und das nervt total. So. Ihr solltet wirklich sehr, sehr genau machen und ihr sehen könnt, könnt ihr euch natürlich denken, das Ganze lässt sich wieder rückgängig machen. Ihr habt halt dann da ein Loch drin. Ne? Aber im Notfall, wenn es euch jetzt beim vom Fahrgefühl her nicht gefällt oder sonst irgendwas, könnt ihr es wieder rückgängig machen. Was es am Fahrgefühl ändert, weiß ich gar nicht mehr genau. Man soll an die einen sagen, ja, Fahrgefühl wird besser. Die anderen sagen, Fahrgefühl wird schlechter in den Kurven und planen überhaupt. Weiß ich nicht. Weil ich ausprobieren, wenn es mir überhaupt nicht gefällt, werde ich es auch wieder rückgängig machen. Aber ich dachte, ich probiere das mal. Und ich wollte mir keinen Höherlegungssatz einbauen, weil der dasselbe Prinzip hat. Nur tut der dann die Feder direkt erhöhen und nicht über die Schwinge. Aber das ist mir total scheißegal. Ich mache das so. Kostet gar nichts, außer ein bisschen Strom. Und ist auch stabiler, weil ihr habt hier keinen Aluminium-Höherlegungssatz, der brechen kann, sondern ihr habt das ist genauso stabil wie vorher. Ja? Also euch kann eigentlich im Prinzip nichts passieren. Aber ich übernehme keine Haftung für Schäden. Macht das auf eure eigene Gefahr. Beachten müsst ihr natürlich die Position vom Öltank, auch wenn die Jetfoss eine Ölpumpe hat. Müsst ihr trotzdem beachten, dass die Höhe, ihr könnt natürlich hier auch mehr noch machen, aber ich würde nicht zu viel machen, weil er dann zu schief steht. Und das zweite, die Pumpe, der Öltank, ne, wenn der sich zu stark neigt, dann kann es sein, dass bei euch kein Öl mehr kommt. Also auf jeden Fall, wenn ihr, ne, dann auf jeden Fall mal testen, am besten ihr macht den Roller an und zieht da mal ganz kurz den Ölschlauch ab. Nur ganz kurz, um zu gucken, ob da Öl rausläuft. Ne? Ihr kriegt jetzt nicht gleich einen Kolbenfresser, wenn ihr 5 Sekunden lang ohne Öl fahrt. Aber gucken, wenn Öl... Ich weiß nicht, muss es fließen? Nee, ich glaube, das muss nur tropfen. Bin jetzt kein Fachmann. Auf jeden Fall könnt ihr es überprüfen, ob ihr noch Öl fördert, wenn ihr euch nicht sicher seid. Ne? Wenn nicht, doch nicht... Müsst ihr überlegen, ich übernehme keine Haftung, wie gesagt, alles auf eure eigene Gefahr. Auf jeden Fall, ich habe in Foren und so weiter öfters gelesen, Peugeot Jetfors kann man nicht höher legen, kann man doch. Muss nur wissen, wie. Ja, so ist es, die Schwinge steht hier jetzt, ne, wie man sehen kann, ein Stückchen rein. Ich habe jetzt... Eben bin bloß 4 cm rüber. Ich weiß jetzt allerdings, ob nicht, wenn man hier um 4 cm oder beziehungsweise in dem Fall sind es ja 3 cm, ne? Wenn man hier 3 cm macht, ob es dann auch 3 cm höher ist. Weiß nicht genau, müsste man sich ausrechnen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt erstmal 3 gewählt. Wenn es überhaupt nicht ist, dann kann man immer noch mal bohren. Aber ich wollte jetzt erstmal nicht so viel machen, weil ich will mir das auch erstmal beim Fahren angucken und so weiter. 4 cm habe ich. Ich habe jetzt schon gesehen, wie es aussieht, wenn man 3 cm nimmt. Und das sieht schon echt krass aus, wenn man 5 cm. Deswegen dachte ich,
mache ich es jetzt erstmal mit 4 und dann schauen wir uns das Ganze erst einmal so an. Ja, jetzt können wir ihn auch machen. Dazu stelle ich mal schnell mein Stativ auf, weil momentan stehen wir ja noch im Stückchen. Wir gehen mit der Kamera. Eieiei. So, weil jetzt lassen wir die Checkforce langsam ab, weil ich glaube, langsam geht das hier nicht. Ey, sie steht doch auf dem Hauptständer, ich glaube es nicht. Der Reifen ist sogar auf dem Boden. Scheiße. Scheiße. Ich glaube, den Hauptständer habe ich vergessen. Jetzt meine Welle blockiert. Alter, das ist aber ein Scheiß. Ui. Also steht wirklich. Und der Reifen ist nicht mehr in der Luft. Oh ne, okay, der Reifen steht auf dem Boden. Jetzt kommt er raus. Also dieses billig, dieser billig Spanngurt aus dem Boden ist echt für die Scheiße. Für die Katz. Ne? So. Ui. Ui. Ja. Problem ist, ich habe jetzt keinen Seitenständer. Ich habe den Seitenständer vorhin abgeschraubt. Also ist auf jeden Fall heftig. Das ist deutlich. Ich werde noch einen Fotovergleich machen, aber ich finde, das macht sich durchaus merkbar. Wahnsinn. Geht das nur? Nee. Naja. Aber hier hält noch. Aber ich würde sie irgendwo draußen im Wind nicht abstellen. Ich glaube, zum Schrauben geht's noch. Gerade noch, aber man sieht, oh je, naja, man sieht es am, warte, ich hole euch mal gerade mal, ich schreibe euch jetzt gerade mal so ein Stativ runter, dass ihr das genauer sehen könnt. Also ich glaube 4 cm, ich hätte keine 5 machen sollen, 4 waren in Ordnung. Es ist irgendwie so, dass der Ständer und der Reifen gleichzeitig den Boden berühren. Wo jetzt mehr Druck ist, glaube ich, auf dem Reifen, aber der Ständer stützt noch ein bisschen. Hm? Jetzt kann ich das hier nicht so ganz genau zeigen. Aber ihr seht, der Vario-Deckel. Ne? Vario im Vergleich zum Boden. Ja, die steht deutlich nach oben. Ne? Also ja, so 4 cm ist er jetzt höher. 3 bis 4. Auf jeden Fall, man kann natürlich noch einiges mehr gehen, aber dann schwebt der Hauptständer ganz in der Luft. So, zum Schrauben habe ich jetzt wenigstens noch ein bisschen Stand. Aber, aha, okay. Ja, also so geht das. Ihr könnt euch überlegen, nehmt ihr 5, wie viel ihr nehmen wollt, bleibt euch überlassen. Wie hoch ihr ihn machen wollt, ich wollte ihn jetzt nicht so hoch. Könnt auch, wenn ihr wollt, 5 cm machen. Aber dann schwebt der Hauptständer halt fast komplett in der Luft. Dann kippt er dann praktisch, steht er schon auf dem Hauptständer auch seitlich. Und überlegt euch das. Auf jeden Fall, wenn ihr das macht, schafft euch auch einen Seitenständer an. Auf jeden Fall, weil ihr seht hier, der Reifen, wenn er jetzt hier auf dem Hauptständer steht, der Reifen ist komplett auf dem Boden. Ich
stehen aber noch beide so im Brunnen. Also das ist überraschend. Naja, gut. Habe ich da Dreck? Hm. Dreck, okay. Gut. Also, ich werde jetzt gerade mal noch schnell die Chatfrost anders hinstellen. Gefällt mir besser so. Mehr werde ich nicht machen. Werde ich erstmal so rumfahren und erstmal austesten. Jetzt ist er praktisch, kann man sagen, so hoch, wie wenn ihr jetzt den Roller auf dem Hauptständer habt und euch draufsetzt. So hoch ist er jetzt. Wenn das ihr euch das vom Gefühl jetzt so einigermaßen vorstellen könnt. So. Macht eure Chatfrost auf den Hauptständer und hockt euch drauf. Dann merkt ihr, so hoch habe ich ihn jetzt. Und noch höher will ich ihn nicht. Also da komme ich ja mit den Füßen fast nicht mehr auf den Boden. Und das Ding hat ein bisschen Gewicht. Da sollte man mit den Füßen schon auf den Boden kommen. Ich werde jetzt halt alles wieder zusammenbauen. Auf jeden Fall so funktioniert das. Ihr seht auch, der Vario-Kasten. Vario steht deutlich nach oben. So. Gen Himmel. Ob ihr das machen wollt oder nicht, bleibt euch überlassen. Ich denke mal, bin mir nicht sicher, ob das von der Optik her wirklich was bringen wird. Ich schätze mal, das ist halt optisch. Ne? Man sieht aber, man hat hier jetzt deutlich hinten einen steileren Arsch. Auf jeden Fall. Ich bin zufrieden. So. Ich fand es eine geile Sache. Ich werde mir jetzt halt danach noch die Position vom Öltank angucken, aber ich denke mal 4 cm sind jetzt nicht so schlimm. Das sollte so funktionieren noch. Also, dann hoffe ich, euch hat mein Video gefallen, wie ihr die Chatfrost höher legt, ohne Geld auszugeben oder euch das Genick zu brechen. Ich übernehme, wie gesagt, keine Haftung dafür. Müsst euch auf eure eigene Gefahr machen. Gut, dann würde ich sagen, ich baue jetzt alles zusammen und verabschiede mich von euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Infinidum.